So Leute, der Vex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Far Cry 3. Ich bin gerade auf dem Weg, Wildschweine zu jagen, denn ich habe eben schon einen Waffengürtel erstellt. Und alter Schwede, ist das hier holprig. So, aber gleich sind wir da. Hier oben ist es. So. Na dann. Und danach geht schon auf zur Mission mit Syndra, der Stammesführerin. Oh, klasse. Nein, werden da meine Wildschweine gejagt? Da werden tatsächlich meine Wildschweine gejagt. Aber gut, dass du zurückläufst. Obwohl, ich lasse ihn einfach jagen. So, kleinen Cut gemacht. Na, komm du mal her. Nummer 1. Ich glaube, wir brauchen 2. Wildschweinfell, wunderbar. Boah, die rennen aber zu weit weg. Nein, die rennen ja zu dem einen Posten, an dem ich eben vorbeigefahren bin. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will nur das Wildschweinfell. So. Also der, ich dachte schon irgendwie... Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Toll, da werden jetzt zwar noch mehr kommen, aber da ist ein Wildschwein und das hole ich mir. Sehr gut. Na, wunderbar. Sehr gut. Dann stellen wir das Ganze mal schnell her. So, Munitionsbeutel und herstellen. Sehr geil. Na dann gehen wir mal schnell zurück nach Amanaki und dann auf zur Mission. So, Amanaki ist hier und die Mission ist irgendwo da drüben. Na dann. Denn wir brauchen ja endlich mal mehr Munition und mit dem neuen Waffengürtel habe ich mir jetzt auch schon eine zweite Pistole gekauft und zwar eine mit Schalldämpfer. So. Reicht auch alles vom Geld her. Und wir verkaufen jetzt auch erstmal ein bisschen was. So. So, können wir verkaufen. Verkaufen. Ein detailreich verzierter Zeremoniedolch. Zweck und Herkunft sind lange vergessen. So, rostiges LCD-Armatur braucht keiner. Edelsteine, so. Nein. Nein. Ja, das reicht eigentlich. Affen. Nice. Na, was geht, Leute? Was geht? Sehr geil. Okay. So, markiert ist das hier noch nicht. Das ist hier drüben. So. Sidra. Na dann. Würde ich sagen, reißen wir mal dahin. Jetzt haben wir es ein bisschen näher. Und dann geht's auf zu Sidra. Sobald wir natürlich ein Auto haben, weil ich da ja natürlich nicht hinlaufen werde. Also wer bin ich denn? Oh, rechts von uns ist direkt mein Auto. Sehr nice. Ist nämlich in 1140 Meter. Ist auf jeden Fall am... Gut, wir sollten da drüben erstmal einen Funkturm aktivieren. Ist ja außerhalb unserer Map, also von daher. Und was läuft da für Dreck im Radio? Das hört sich ja ekelhaft an. Das kann man doch bestimmt irgendwie umschalten. Oh, wieder da. Rein, rein. Ja, das war anders geplant. Egal, die schalten wir trotzdem aus. What the fuck? Okay. Okay.
Was ist da hinten passiert? Damit habe ich nichts zu tun. Hat da irgendwer einen Molotow-Cocktail verfehlt oder so? Irgendwie falsch geworfen? Ja, das Auto brennt ja nicht mal. Was ist hier passiert? Okay, das ist definitiv kaputt. Alles klar. Muss ich nicht verstehen. Aber gut. Ich würde sagen, wir starten uns einfach mal das hier. Und weiter geht die Fahrt. Ja. Das sieht schick aus. Ist da irgendwas drin? Es ist ja immerhin außerhalb der Map, also können wir nicht wissen, ob da nicht irgendwie Goldschätze oder so versteckt sind. Hier ist nichts. Aber hier, das sieht doch noch irgendwas aus. Na komm. Jawohl, Geld. Das wird zwar auch nicht auf der Map angezeigt, aber trotzdem. Oh, wie schön das aussieht, ey. Huh. Es war klar, dass wir da keinen Köpfe reinmachen können. Das wäre irgendwie ziemlich komisch. Aber trotzdem. Oh, ist das ein Bär? Also wirklich, dieses Spiel ist echt eine Pracht. Na gut, dann lass uns einfach mal weiterfahren. Sind ja eben noch 580 Meter. Und dann noch der Funkturm. Ich würde sagen, den werden wir zuerst mal aktivieren. Der ist ja eh nicht weit. Der ist sogar näher. Warum fahren wir so langsam? Können wir Platten haben? Na geil, wo bin ich denn hier gelandet? Das ging schnell. Oh fuck. Alter, hör auf mich anzubrennen. Heilige Scheiße. Holy fuck. Was bist du denn für ein Selbstmordattentäter? Erstmal hier einen Verband rumlegen. Und dann die Lage sichern. Oh, und natürlich den Alarm ausschalten. Oh, fuck. Das gefällt mir gerade gar nicht. Aus irgendeinem Grund können die da durchschießen. Oh. So, dann lassen wir mal den hier den Bären frei, nicht den Löwen. Ja. So, das gemacht. Aha, aha, yeah. Geht doch, wunderbar. Like a boss. Ich hoffe, der Bär vergreift sich jetzt nicht an mir oder so. Aber das sind immer noch Gegner. Ach nee, das sind unsere Kollegen. Die sich jetzt einfach um den Bär kümmern werden. Na, dann geht's weiter zum Funkturm. Oh, ich will noch häuten. So, wie da auf einmal gekommen sind von uns. Bärenfell. So kann man natürlich auch ein bisschen farmen. Ich frage mich, ob es hier auch regnen kann. Logischerweise schon. Ein Tag-Nacht-Wechsel gibt es auch schon. Das habe ich in einem Video gesehen. Aber ich glaube, das ist ja natürlich klar. Ich meine, wir haben ja in der Nacht angefangen. Also die erste Mission war ja in der Nacht. Aber ich wäre echt mal gespannt, ob es hier regnen, donnern, blitzen und all sowas kann. Ich wette, hier gäbe es ziemlich geile Effekte dafür.
Und hoch da. Och, nö, ey. Ernsthaft? Also, ich hasse es, wenn man hier zu schnell rennt, dass man dann locker mal von so einer Plattform runterfallen kann und einfach runterrennen kann. Oh. Oh, diese Stille. Die Abenddämmerung. Wie komme ich? Ach, da. Ich bin einfach fasziniert von dem Spiel hier. Das Spiel fasziniert einfach immer wieder. Ach, da lang. Boah. Sieht immer so komisch aus. Die Hügel da drüben hätten aber auch ruhig ein bisschen realistischer aussehen können. Zum Beispiel so wie in Just Cause 2. Was ist das für ein Licht? Man hört einfach, wie sich das ganze Teil hier bewegt. Totale, ja, total geile Soundkulisse einfach. Und erstmal aktivieren. Weil wir ja gelernte Elektriker sind. Oh, eine Höhle. Eine Bärenhöhle, würde ich mal sagen. Oh, alte Maya-Sachen. Auch wenn ich sagen würde, die gehören zum zu den Rückjat, oder wie die heißen. Rakjat, genau. Rakjat, nicht Rückjat. Ja, nicht Rückjat. Oder wie ich das gerade ausgesprochen habe. Und einen Fähigkeitspunkt erhalten. So. Na dann, Fähigkeiten. Verbesserte erste Hilfe. Das war ganz gut. Was ist das? Eisenfalke. Eisenflanke. Oh Gott, ich kann ja nicht lesen. Du verringerst den Schaden, den du durch Explosion erleidest. Um 50%. Alter Schwede. Das ja auch gleich. Wir haben ja sowieso 8 Fähigkeitspunkte. Das habe ich irgendwie beim ersten Mal nicht gesehen. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich 50% schneller. Gefällt mir. Hier hätten wir nichts mehr. Dann hier noch. Takedown und Verstecken. Du kannst die Leichen deiner Gegner nach einem Standard-Takedown schnell ver... Oh. Das habe ich ja schon gesucht. Okay. Grüner Daumen. Du erntest doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen. Schwimmprofi. Du kannst 25% schneller schwimmen, wenn du L-Shift drückst. Also Link-Shift. Nee, das brauchen wir nicht. Ja, hier können wir noch nichts machen. Obwohl... Sprint nachladen, halte R gedrückt, um deine Waffe beim Sprint. Wow, nice! So, hier haben wir schon alles. Na gut. Hä? Die hatten wir doch schon am Anfang. Halte. Um Granaten abzukochen. Ja, das ist klar. Die hatten wir doch schon von Anfang an. Tod von oben. Ruhige Hand. Ja, warum nicht? Und Hüftschütze. Ne, Tod von oben. So. Ist mir klar, was man da machen kann. Aber ich bin mir sicher, dass wir das Granatenwerfen schon von Anfang an hatten, ne? Ich meine, ich habe ja schon Granaten geworfen. Soll ich das so machen? Ich weiß es nicht. Ich werde dadurch eh sterben. Nee, das werde ich nicht. Ich bin viel zu badass, um so zu sterben. Holy shit! Okay, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Fuck, weg, weg, weg! Halt! Ja, das war ein schnelles Vergnügen.
Oh, fuck. Erstmal wieder. Oh, die Hand einrenken. Mache ich ja auch immer, wenn ich mir irgendwie die Hand mal verstauch. Triff Dennis. Okay, what the fuck? So. Ja, erst einfach nochmal die Hand einrenken. Kann man immer mal wieder machen. Wow, das sieht ziemlich mystisch aus. Jason, ganz ruhig. Schön sichtbar. Keine Bewegung, okay? Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger, der Citra vorgeführt werden soll. Kommt näher! Okay. Folge mir. Das kann interessant werden. Hier drüben. Schritt halten. Kann ich da nicht alleine vorlaufen? Bleib dran. Bleib dran. Mein Freund! Hallo! Dennis, du hast einen Außenseiter hergebracht. Dieser hier wird nicht versagen. Zurück! Barhanti! Zeig mir deinen Arm. Das ist Jason. Der, von dem ich erzählt habe. Hi. Lehrt man euch in Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Ja. Nein, das habe ich aus Frankreich. Sinapanka Bauer. Sehr tapfer, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Hm. Gute Arbeit. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. What? Ich dachte, du hast Humor. Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Die inneren Höfe noch viel weniger. Warum bist du hier? Ich brauche die Kraft, um Vaas zu besiegen und meine Freunde zu retten. Ist das alles? Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Du bist ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Er hat meinen Bruder. Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Berikan Saherba. Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Wow. Ja, Citra sieht das Feuer in dir. Was hat sie gemeint? Bring mir, was verloren ist. Trink, und du findest die Antwort. Hat der einen grünen Zahn? Ist das Zeug gefährlich? Aus dir spricht die Furcht. Willst du die Kraft, deine Freunde zu retten? Ja. Dann trink. Wir verbringen unser Leben mit Zurückhaltung. Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. Okay, what the fuck haben wir da gerade getrunken, ne? Oh, fuck. Oh. Oh. Holy shit! Seems fucking legit. Was ist das denn? Okay. Wo bin ich? Warte! Bist du
zum Teufel? Ja, das denke ich auch gerade. What the hell? Was für ein Zeug haben wir getrunken? Und wer ist der Typ da vorne? Der so ein bisschen aussieht wie Lynch aus... Nee, Moment. Lynch war, glaube ich, der mit den langen Haaren bei Kanan Lynch. So sieht er zumindest aus. Was dampft da so raus? Okay, lass uns einfach mal reingehen. Wow. Nicer Scheiß. Ich nehme mich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Alter. Das ist so ein krankes Vorspiel. Du bist so kurz vor dem Augen. Na los! Mach es! Okay. Das ist gerade alles so ein bisschen fucked up. Was ist das für ein Teil? Ein Dolch. Holy shit! Okay. So, dann haben wir also einen Dolch mit. Okay. Ich sah meinen Freund. Und dann meinen kleinen Bruder Riley. Dann folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Da war eine Hüttensiedlung, eine Bar. Dunkel und schäbig. Und, Und ein alter Dolch? Ja, ein alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weißt du das? Du sprichst im Schlaf. Es gibt eine Hüttensiedlung. Östlich, im Piratengebiet. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Wie willst du da einen Dolch finden? Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Na dann. WTF, würde ich mal sagen, hier gibt es einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.